Ruanda, Land der tausend Hügel. Dass das nicht bloß ein gut gemeinter Werbespruch ist, merkt man schnell auf dem Weg von der Hauptstadt Kigali in die Provinz Rambura. Die Straßen hier kennen nur zwei Richtungen, hoch oder runter. Selten, eigentlich nie, fahren wir mit unserem Pickup, gelenkt von unserem Fahrer Fifi, auch einmal geradeaus. Und noch etwas anderes zeigt sich beim Blick aus dem Fenster. Ganz Ruanda scheint auf den Beinen zu sein, scheint auf dem Weg zu sein, seine Zukunft zu gestalten. Auf unserer Reise durch das kleine ostafrikanische Land werden wir Menschen begegnen, die die Zukunft in die Hände genommen haben. Aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Institutionen wie der Handwerkskammer Koblenz. Angekommen in Kibeekane besuchen wir die Sekundarschule. Hier, wo sich an normalen Schultagen bis zu 1000 Schüler tummeln, herrscht bei unserem Besuch eine konzentrierte Stille, die nur gelegentlich unterbrochen wird vom Singen der Kinder auf dem gegenüberliegenden Hügel. Im Rahmen einer Multiplikatorenschulung, geleitet von Ausbildern der Handwerkskammer Koblenz, informieren sich hier junge Berufsschullehrer über zwei der Themen, die für ihr Land, aber auch für ganz Afrika von essentieller Bedeutung sind. Die Erzeugung von Strom mittels Sonnenenergie und die Aufbereitung von Trinkwasser. Im Gepäck haben die Ausbilder verschiedene Lehrfilme, die bereits in Deutschland produziert wurden und die Grundlage von Photovoltaik und Trinkwassertechnik erklären helfen. Das Projekt ist nur eines von vielen Projekten der Handwerkskammer Koblenz, mit dem sie nicht nur in Ruanda konkrete Hilfestellung bei der Umsetzung beruflicher Bildungsmaßnahmen liefert und damit in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Dass die Ansprüche, die ein Europäer an Ausrüstung und Infrastruktur stellt, schnell Makulatur sein können, haben die Ausbilder bereits nach wenigen Tagen in Kibeekane gelernt. Sicherlich, wenn man eine Schulung in einem Land wie hier macht, ist es eine ganz andere Herausforderung. Nur als Beispiel, wir brauchen ein Stück Kordel, um eine Sonnenuhr zu bauen. Es dauert 3 Stunden, bis dann irgendjemand in der Lage ist, ein Stück Kordel oder einen Besenstiel zu bringen. Es ist halt nichts standardisiert. Du hast hier nichts. Das heißt, wenn du bei uns was brauchst, gehst im Baumarkt und hast alles. Und hier gehst du über den Markt und hast nichts. Und doch sind es Musterschüler, die vor den beiden Ausbildern sitzen und gespannt den Unterweisungen lauschen, um sie dann später in die Tat umzusetzen. Dass vieles davon in der ruandischen Realität zunächst schwer umzusetzen sein wird, stört hier niemanden. Denn jeder nimmt hier ein Grundlagenwissen mit dem sich auch draußen arbeiten lässt. Es ist sehr interessant für uns und es hilft uns, unseren Schülern und den Menschen in Ruanda die Bedeutung und die Wichtigkeit von solaren Systemen näher zu bringen. Ganz praktisches Wissen wird den Teilnehmern an jedem Morgen abverlangt. Für ihren Unterricht erzeugen die Teilnehmer einen Teil ihres benötigten Stroms selbst. Denn der ist hier nicht, wie bei uns selbstverständlich, rund um die Uhr verfügbar, sondern muss über ein Prepaid-System, ähnlich einem Handyguthaben, eingekauft werden. Bevor also das Guthaben aufgebraucht ist und der Stromausfall droht, ist die erste und eine der wichtigsten Aufgaben der Lehrgangsteilnehmer an jedem Morgen die Errichtung ihrer eigenen Photovoltaikanlage, die den erzeugten Strom in den Unterrichtsraum einspeist. Mithilfe der vorproduzierten Lehrfilme und unter Anleitung der beiden Fachausbilder informieren sich die Lehrgangsteilnehmer über die Themen, die sie später ihren Schülern und Schülerinnen näher bringen wollen. Und sie setzen das Gelernte mithilfe von kleinen Experimentiereinheiten praktisch um. Gerade die Photovoltaiktechnik stößt dabei auf großes Interesse. Ich bin jetzt soweit, mein Wissen an andere weiterzugeben, denn wir lernen ja nicht nur viel über Solarenergie und Technik, sondern auch darüber, wie wir die Unterrichtsinhalte an unsere Schüler vermitteln können. In der Halle nebenan wird es praktisch, nachdem Sven Bischof die Teilnehmer nicht nur über verschiedene Materialien informiert, sondern auch über die Existenz verschiedener Trinkwasserklassen aufgeklärt hat, lernen die Teilnehmer im Praxisteil verschiedene Techniken, um Rohre zusammenzufügen. Für den Ausbilder der Handwerkskammer Koblenz hat sein Einsatz hier vor allem eine Funktion. Ja, die Aufklärung ist schon wichtig, würde ich sagen, allein die Werkstoffkunde, die wir gemacht haben. Und das ist schon wichtig, dass sie wissen, welche Werkstoffe können sie für was nehmen, wie. Und auch in den größeren Städten, da kommen sie ja zur zentralen Trinkwasserversorgung. Also müssen sie auch wissen, wie verteile ich mein Wasser, wie verlege ich mein Wasser, dass es halt richtig genutzt werden kann, ohne dass ich wieder eine Verkeimung reinkriege.
den Hahn aufdrehen und sauberes Trinkwasser genießen. Was für Mitteleuropäer eine Selbstverständlichkeit ist, stellt hier im Norden des Landes, aber auch für die übrige Landbevölkerung Ruandas, einen Luxus dar. Trinkwasser muss man sich hier hart erarbeiten. Und vor allem beim Thema Trinkwasserhygiene besteht erhöhter Aufklärungsbedarf. Für den Unterricht haben die Teilnehmer lange Wege auf sich genommen. Ein Aufwand, der aber lohnt. Dieses Training ist gut für mich, denn ich lerne hier so unglaublich viel über Trinkwassertechnik und auch darüber, wie ich diese Technik anwende und kann es wirklich nicht erwarten, mein Wissen endlich weiterzugeben. Die Teilnehmer profitieren vom Erfahrungsschatz der Ausbilder. Und auch die Lehrgangsleiter selbst stellen sich so mancher Herausforderung und nehmen auch zum Teil sehr persönliche Erfahrungen mit nach Hause. Nach einigen Tagen arbeiten wir mit den Gruppen sehr gut zusammen und auch sprachlich werden die Kurse in Englisch gehalten, ist bei diesem Kurs zumindest bei allen Teilnehmern sehr gute Englischkenntnisse, sodass ich mir auch sicher sein kann, dass die Schulung von den Teilnehmern auch verstanden wird. Also die persönlichste Erfahrung, die ich mitnehme, ist, dass es doch uns recht gut geht. Also wenn ich mir überlege, was wir daheim für Luxus haben oder mit unserer Familie, was wir uns manchmal für Gedanken machen, für Nichtigkeiten. Das heißt, wir ärgern uns, wenn abends nichts im Fernsehen kommt. Die ärgern sich, wenn sie 10 Minuten zum Brunnen laufen und da ist kein Wasser drin. Also da ist unsere Welt doch schon viel, viel einfacher wie hier das. Das Schulungsprojekt in Kiebehikane ist eines von mehreren internationalen Bildungsprojekten der Handwerkskammer Koblenz. Unterstützung bekommt sie hier vor Ort vom Koordinationsbüro der Länderpartnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda, das hier Jumelage genannt wird und bei dessen Engagement die berufliche Bildung und die Arbeit mit Partnern wie der Handwerkskammer Koblenz einen hohen Stellenwert einnimmt. Also ich muss sagen, wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer, auch auf der persönlichen Ebene. Das funktioniert sehr gut. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir die Handwerkskammer Koblenz als Partner im Bereich der beruflichen Bildung gewinnen konnten. Und ich hoffe, dass wir eben die Partnerschaft, die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren noch ausbauen können, weil berufliche Bildung ist hier für Ruanda das ganz, ganz wichtige Thema. Man hat in den letzten Jahren im Bereich der schulischen Bildung große Fortschritte gemacht und jetzt ist eben die berufliche Bildung dran und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ein kleiner Stab von Mitarbeitern rund um den Leiter Uwe Meyer kümmert sich vom Stützpunkt in Kigali aus um alle Projekte, an denen rheinland-pfälzische Organisationen beteiligt sind. Das Koordinationsbüro der Partnerschaft besteht seit 1985 hier in Kigali und unsere Hauptaufgabe ist natürlich die Begleitung der zahlreichen Projekte, die zwischen den Partnern hier umgesetzt werden. Aber was ich für eine ganz wichtige Aufgabe halte, ist natürlich auch, dass wir dazu da sind, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Partnern auch funktioniert. Und da müssen wir halt ab und zu mal die ruandischen Partner so ein bisschen wieder erinnern. Und das ist eben immer eine wichtige Aufgabe. Die Arbeit ist vor allem auch durch die Hilfe von jungen Freiwilligen aus Deutschland möglich, die sich hier nach Schule oder Studium für einen Hilfseinsatz im Osten Afrikas entschieden haben. Der Einsatz der Freiwilligen, wie zum Beispiel Felix und Vincent, ist vielfältig. Von Büroarbeit, Übersetzungsleistungen über die praktische Arbeit in den Projekten vor Ort oder der Pflege des Facebook-Auftritts der Jumelage reicht das Aufgabenspektrum. Für die Freiwilligen entstehen oftmals in den kleinen Dingen die schönsten Momente. Also als Beispiel, sag ich mal, vor 2 Wochen waren wir zusammen mit den deutschen Partnern, die auch nach Ruanda kamen, waren wir an einer Grundschule, wo Schuluniformen gesponsert wurden von den Partnern aus Deutschland. Und dann haben wir eben die Uniformen überliefert und die Kinder haben sich dann der Reihe nach aufgestellt, der Klassen nach. Und dann haben wir die Uniformen an die jeweiligen Namen verteilt. Und dann haben sie die Uniformen geschnappt, sind direkt in die Klasse gerannt, haben sie sich umgezogen und waren dann ganz stolz, kamen sie wieder zurück mit ihren neuen Uniformen und dass sie halt dann auch geeignete Klamotten für die Schule haben. Und das war auch ein sehr schönes Erlebnis, dann die glücklichen Kinder auch zu sehen. Die Arbeit ist 50-50, 50% in verschiedenen Projekten auf dem Land in Ruanda und 50% hier in der Hauptstadt in Kigali im Koordinationsbüro. Man sollte vielleicht erstmal ein paar Wochen sozusagen Schnupperreise hier machen, um also einen generellen ersten Eindruck zu bekommen, bevor man wirklich diesen Schritt geht, hier für längere Zeit sich einzusetzen, weil
Viele Leute sind von dem ersten Eindruck hier völlig überwältigt und es ist schwer, da eine klare Entscheidung, so einen langfristigen Entschluss dann zu fassen. Welches Ansehen die Arbeit des Koordinationsbüros auch bei der ruandischen Bevölkerung einnimmt, zeigte sich in den dunkelsten Tagen des Landes. Als 1994 Bürgerkrieg und Genozid vor den Toren des Koordinationsbüros buchstäblich Halt machten und die Einrichtung mitsamt Ausstattung und Fuhrpark verschonten. Ja, ich denke, dass wir auf jedem Hügel bekannt sind und was uns auch heute noch ganz, ganz hoch angerechnet wird, Rheinland-Pfalz war mit bei den Ersten, die 1994 während des Genozids hier das Büro wieder eröffnet haben. Hier oben waren alle Gebäude zerstört, geplündert, außer unserem Büro. Das war das einzige Haus, was noch instand war. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof. So konnte die Arbeit schon während des Bürgerkriegs mit einigermaßen kalkulierbarem Restrisiko wieder aufgenommen und nach dem Ende des Genozids weitergeführt werden. Seitdem ist Ruanda ein Land im Wandel, von dem man bereits nach einem kurzen Aufenthalt den Eindruck gewinnt, dass es sich an jedem einzelnen Tag neu erfindet. Das zeigt sich auch bei der dritten Station unserer Reise, bei einem noch jungen lokalen Start-up-Unternehmen, das traditionelles Schneiderhandwerk mit gutem Design verbinden will. Wir sind zurück in Kigali. Hier haben Jocelyn Umutuniwase und Roman Schulz vor einiger Zeit ihr Kleidungslabel Ruanda Clothing gegründet. Die beiden haben sich bei einem Besuch Jocelyns in Rheinland-Pfalz verliebt, verlobt und schließlich auch verheiratet. Ihr Lebensmittelpunkt ist seitdem die Hauptstadt Kigali. Für Roman Schulz ein Schritt in eine neue Kultur, den er bis heute nicht bereut hat. Ich kümmere mich um die ganze administrative Arbeit im Unternehmen, also bin im Hintergrund und sie ist für den ganzen kreativen Part zuständig. Ja, da ergänzen wir uns gut, kommen uns auch nicht in die Quere und haben viel Spaß eben. Das Label verbindet traditionelle Stoffe mit moderner Gestaltung. Für Jocelyn erfüllt sich damit ein Kindheitstraum, hinter dem sich auch eine konkrete Idee verbirgt. I grew up. Ich bin hier in Ruanda aufgewachsen und natürlich hatte ich immer etwas zum Anziehen, aber alles, was man bekommen konnte, war Second-Hand-Kleidung und Made-in-China-Ware. Ich habe immer davon geträumt, etwas zu tragen, was aus meiner Heimat kommt und bei dem ich auch den Herstellungsprozess nachvollziehen kann. Die Idee dahinter ist, moderne afrikanische Mode zu produzieren und sie auf dem Markt zu platzieren. Nicht nur hier in Ruanda und in Ostafrika, sondern auch online weltweit. Viele Menschen hier suchen das Besondere, aber es ist unglaublich schwer, hier so etwas zu finden. Und unsere Idee ist es einfach, Mode zu einem guten Preis anzubieten, sodass möglichst viele Menschen sich ihren eigenen Stil leisten können. Die handwerklich hochwertige Herstellung der Kleidung vor Ort ist den beiden Jungunternehmern wichtig. Mittlerweile beschäftigen sie 7 einheimische Schneiderinnen und Schneider, die sich ständig fachlich weiterentwickeln und für die sie Verantwortung übernehmen. So steht hinter Ruanda Clothing nicht nur die Idee, schöne Dinge zu produzieren, sondern auch die, etwas aktiv an die Gesellschaft zurückzugeben. Zum Beispiel mit dem Hilfsprojekt Ruanda Clothing Charity. Und dann haben wir eben unsere Ruanda Clothing Fashion School in Butare gegründet. Wir haben jetzt im Süden Ruandas haben wir 35 Studentinnen, ehemalige Prostituierte, die eben sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen haben, die gemeinsam einen Ausweg gesucht haben eben aus ihrem Leben. 3 Projekte, 3 verschiedene Sichtweisen auf ein Land, das im Aufbruch ist und das seine Zukunft buchstäblich in die Hände nimmt. Auch dank praktischer Hilfe aus Rheinland-Pfalz.